Servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvlog von mir. Es ist wieder Sonntag, schönes Wetter, kaltes Wetter, trotzdem Sonne scheint, kein Nebel, kein Regen, ausnahmsweise mal. Schaut doch richtig cool aus. Ja, bei mir war wieder einiges los die Woche. Also ich habe wieder echt viel zu erzählen diesmal. Richtig, richtig viel. Zum einen war ich beim Diabetologen. Was es da so an Neuigkeiten gibt, werde ich euch erzählen. Dann war ich das erste Mal auf Twitch und auf TikTok live. Da werde ich euch einiges dazu erzählen, um was sonst noch passiert ist und was mir gerade nicht einfällt. Erfahrt ihr alles in diesem Video. Ja, ich komme erstmal zu meinen Werten diese Woche. Also meine Werte, die sind wirklich traumhaft. Ich glaube, ich hatte eine Minispitze, die ist einmal nach dem Mittagessen, weil ich da auch ein bisschen von den Kohlenhydraten her übertrieben habe mit, ich glaube, insgesamt so, oh, ich glaube, es waren 110 Gramm Kohlenhydrate. Das kriege ich im Normalfall nicht mal mit zweimal Spritzen weg, aber diesmal habe ich es halt mit einmal Spritzen wegbekommen und die Spitze, die ich bekommen habe, war glaube ich bei 190 oder so. Und ich mache eigentlich die Woche gar nicht so viel Sport. Also ich wollte es machen, aber ich fühle mich so ganz leicht erkältet, also nichts Schlimmes. Aber ich fühle mich halt so erkältet, dass ich zwar so, keine Ahnung, einkaufen gehen kann, rausgehen kann, eventuell auch eine Runde spazieren war ich auch, arbeiten kann, alles kein Problem, aber so richtig Kraftsport und sowas habe ich mich dann irgendwie jetzt nicht getraut, muss ich ehrlich zugeben, vor allem mit diesen ganzen Herzrhythmusgeschichten und sowas. Und ich kenne auch jemanden, der mal eine Herzrhythmusstörung hatte wegen zu viel Sport und sowas. Und da, ah ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, deswegen habe ich mich da nicht so rangetraut. Und trotz dessen hatte ich überragende Werte. Also heute Nacht, ich kann euch mal den heutigen Wert einblenden. Ich hatte einfach eine Linie. Es war einfach eine Linie, wo ich mir echt so denke, krass, wie mache ich das? Also das weiß ich selber nicht. Ah, das war echt gut. Meine Edamame sind gekommen. Ich weiß nicht, ich habe euch das bei Insta gepostet. Es gab für 15 Euro gibt es 750 Gramm geröstet und gesalzene Edamame. Das ist, schmeckt. Also aussehen tut es wie Pistazien geröstet und gesalzen. Schmecken tut es nicht ganz so geil wie Pistazien, aber ähnlich. Und das hat auf 100 Gramm hat es 400 Kohlenhydrate ungefähr und 43 Gramm Protein. Also eine richtig brutale Proteinquelle. Und wenn ich mal was zum Naschen brauche, so nebenbei. Und ich glaube, 100 Gramm hatten 18 Gramm Kohlenhydrate. Also ich muss dann auch, ich spekuliere mal, dass ich so zwischen 0,2 und 0, also 20 Gramm bis 50 Gramm esse davon und dann brauche ich so eine Einheit und was meistens gar nicht. Also ich habe bisher noch keine einzige Einheit für diese Edamame gespritzt. Das war richtig cool, die sind da, mit denen hole ich mir da auch viel gut Protein. Und gestern Abend habe ich da auch ein paar davon gegessen. Das war auch mein kleiner Snack, den ich nach 16 Uhr noch gegessen habe. Und heute Morgen aber eine Linie und ich habe fast gar nichts gespritzt. Also ich habe heute Nacht, ich habe wirklich so richtig gemerkt, okay, ich brauche nicht so viel Insulin die Nacht, denn ich bin auch, glaube ich, bei 90 oder sowas ins Bett gegangen und ich habe nur zwei Langzeiteinheiten gespritzt. Auf diese zwei Langzeiteinheiten komme ich aber gleich wiederum zurück und rede mit euch, weil das habe ich nämlich vom Diabetologen. Da komme ich dann auch gleich noch dazu. Ja, und ansonsten eben, wie gesagt, trotz wenig Sport, gut, gestern war ich eine sehr große Runde spazieren. Das habe ich dann auch mittags gemerkt, dass ich da dann auch ein bisschen weniger Insulin gebraucht habe zum Mittagessen. Und zum Abendessen war dann eigentlich alles okay. Ich habe gerade überlegt, was ich mir gestern Mittag eigentlich zu essen gemacht habe. Ah ja, Kartoffelpüree mit Fischstäbchen. Und meine Freundin hatte auch Edamame rausgepackt aus dem Tiefkühler. Also so die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die normalen, die tiefgekühlten, hat die aufgewärmt. Dann haben wir die gegessen. Das war irgendwie Zufall. Aber ich habe dann gesagt, ja, passt schon. Die haben mir allerdings gestern nicht so zugesagt, aber Fischstäbchen mal wieder zu essen. Ach, geil. Und abends haben wir dann irgendwie so mein Standardgericht, das ich jetzt gefühlt seit 2 Wochen jeden Tag gegessen habe. Einfach nur so ein paar wenige Nudeln, dann ganz viel Zwiebeln, Paprika, Zucchini, ganz klein geschnitten, angebraten. Dazu habe ich noch Schinken rein, eine Soße gemacht aus Tomatenmark, Mandelmilch und so ein bisschen Frischkäse. Und Skyr habe ich auch noch rein. Und das Ganze im Ofen, ein bisschen mit Käse überbacken, dass ich halt viel Protein habe. Es waren so insgesamt, glaube ich, so pro Portion 800-900 Kalorien. Hat richtig krass gesättigt und hatte auch, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Proteinquelle. War richtig geil. Und das hat mir dann eigentlich geholfen. Also mich hat es dann auch gewundert oder wundert es immer wieder, dass wenn ich sowas nachmittags esse, dass ich dann nicht um 20, 21 Uhr nochmal so nach oben gehe. Aber gestern halt eben gar nicht. Das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Und dann habe ich halt eben noch diese Edamame gegessen.
Und eigentlich wollte ich eine Packung Chips essen, weil ich habe es nämlich jetzt so gemacht, dass ich mir so ein, ich weiß nicht, ob ihr von Funny Frisch diese Vierer-Packs kennt, 4x40 Gramm. Und da habe ich jetzt gesagt, da kaufe ich mal, weil ich mag halt manchmal so Chips haben. Und bei mir ist es immer so, ich nehme mir dann, ich esse die halt ganz selten. Und dann nehme ich mir so 30 Gramm raus. Also ich habe immer 30 Gramm komischerweise gemacht. Ich hätte 40 machen können, dann wäre es perfekt gepasst. Ja, 30 Gramm jedenfalls. Wahrscheinlich, weil es auf, ich glaube, auf der Packung steht hinten drauf, diese Nährwerte 100 Gramm und dann 30 Gramm. Und deswegen waren es immer 30, weil ich zu faul war, das umzurechnen. Jedenfalls, bei mir sind halt Chips-Packungen. Wenn ich mal Bock auf welche hatte, habe ich sie mir gekauft. Dann habe ich sie aufgemacht, 30 Gramm rausgenommen und der Rest lag einfach. So, keine Ahnung, ein Jahr. Bis sie irgendwann mal so durchsichtig waren, dass sie einfach nicht mehr essbar waren. Das war von dem ganzen Fett. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe mir jetzt die kleinen Packungen. Dann habe ich eine Packung und dann kann ich, keine Ahnung, 3 Monate später die nächste Packung essen und dann halt wieder. Dann verschwende ich nichts. Dann kommen wir zu meinem Diabetologentermin. Ich war diese Woche beim Diabetologen. Das Erste, was mir jetzt direkt einfällt, ist, ich habe vergessen, dieses Jahr den Augenarzttermin zu machen. Ich trage es mir eigentlich immer ein und ich habe sogar auch dran gedacht, aber ich habe es einfach irgendwie komplett verschwitzt. Also das war auch wirklich keine Absicht, weil ich bin da schon immer relativ vorsichtig. Und im gleichen Zug dachte ich mir dann, oh, ich sollte auch mal wieder einen Zahnarzttermin mit einer professionellen Zahnreinigung machen. Aber ja, also ich war beim Diabetologen. Mein HbA1c ist bei 6,8%. Ich bin zufrieden. Es geht natürlich viel, viel besser, aber dafür, wie meine Wochen vorher waren. Also ich hatte jetzt, ich bin ja jetzt seit meinen letzten 2, 3 Vlogs, wisst ihr ja, ich bin in einer totalen Fitness- und Sportphase. Ess mich richtig gut, ernähre mich richtig gut und dadurch habe ich auch Top-Werte. Aber vor dieser Phase gab es halt auch wirklich mal, ich glaube, 3, 4 Wochen, wo ich richtig krass schlechte Werte habe, wo alles kacke lief, wo ich irgendwie gar nicht runtergekommen bin. Und da dachte ich mir dann schon, oh Wunder, was ich für ein HbA1c habe, die werden mich wahrscheinlich killen, ne? Aber haben sie nicht. Wie gesagt, 6,8. Es geht um einiges besser. Ich schaue auch, dass ich denn dann jetzt die nächsten, bis zu meinem nächsten Termin runterbekomme. Der ist im Februar. Aber wie gesagt, ich, ja, hätte es mir schlimmer vorgestellt, wenn ich ganz ehrlich bin. Was habe ich noch beim Diabetologen besprochen? Ich habe 3 Punkte zu ihm mitgenommen. Die kann ich jetzt auch kurz mit euch besprechen. Zum einen, ich habe euch das, glaube ich, im letzten Vlog erzählt, dass das Humalog bei mir kurz nicht lieferbar war, aber dann doch lieferbar war und ich ihn dann eben nach Alternativen gefragt habe. Da hat er gesagt, ja, es gibt ein paar und wenn was ist, soll ich ihn halt anrufen. Ich habe jetzt auch den Namen vergessen, ehrlich gesagt. Das war jetzt auch so eine Antwort, die mich weniger interessiert hat. Das Zweite war in Sachen Krieg. Klingt jetzt echt doof und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich mit euch darüber spreche, aber ich habe halt schon. Vor allem in der heutigen Zeit im Hinterkopf, was ist wenn? Ich meine, wir sind in einer Zeit, es ist jetzt nicht komplett unrealistisch, dass wirklich was Großes passiert. Ich will jetzt nicht sagen Dritter Weltkrieg, aber es kann halt sein. Es ist, wie gesagt, ich glaube nicht dran, aber es ist halt nicht mehr komplett wegzudenken. Und ich habe halt da schon immer so im Hintergrund, was ist eigentlich, wenn ich dann nicht an mein Insulin komme? Ist halt schwer, weil komplett ohne Insulin, egal was man macht, werde ich halt auf gut Deutsch irgendwann hops gehen. Ist einfach so. Und das sind wahrscheinlich auch die Typ-1-Diabetiker dann die ersten, die betroffen oder mit die ersten, die betroffen sind, wenn sie ihre Medikamente nicht bekommen. Und ja, da mache ich mir schon Gedanken. Also, das ist jetzt nicht, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nee. Und da habe ich auch schon drüber nachgedacht, irgendwie so einen Vorrat anzuhäufen, wo ich mir bei auf der anderen Seite mir denke, wie soll ich das machen? Also mit Krankenkassentechnisch müsste ich ja selber dann alles zahlen und sowas, wenn ich überhaupt ohne Rezept rankomme. Ich weiß es gar nicht. Ich bin gerade noch ein bisschen zu verschlafen. Ich glaube, ohne Rezept komme ich gar nicht ran. Und ja, das habe ich dann auch mal so nachgedacht. Hey, was ist eigentlich, wenn? Was soll ich machen? So ungefähr. Aber wirklich eine Antwort darauf geben kann er mir natürlich nicht. Er hat gesagt, ja, ich glaube schon, dass es noch lieferbar ist, aber. Also, dass man immer irgendwie ans Insulin kommt, aber gut, wenn es mal hart auf hart kommt, weiß man das halt nie. Ist so eine Angst gewesen, wollte ich einfach mal so ansprechen, ob er da irgendwie eine Idee hat oder so. Ich weiß auch nicht, was ich da von der Antwort erwartet habe. Eine relativ dumme Frage, aber hat mich halt so beschäftigt. Und das Dritte, was ich gefragt habe, ist, ich habe wegen einer Pumpe nachgefragt. Ich habe gesagt, ja, ich würde mich jetzt mal gerne für so eine 1, 2 Wochen Testphase interessieren für Pumpen ohne Schlauch.
Also ihr kennt ja meine Meinung. Ich weiß, alle, die eine Pumpe mit Schlauch haben, die sagen, es ist so eine bessere Lebensqualität und alles ist besser und toller. Und ich verstehe das auch vollkommen, aber ich fühle mich halt immer noch frei. Ich fühle mich immer noch irgendwie so freier halt mit meinen Pants. Und ich möchte halt noch keine Pumpe mit Schlauch. Und ich habe halt noch zwei weitere Probleme. Also einmal, ich habe insgesamt drei Probleme. Einmal das mit der Freiheit. Dann das zweite Problem ist halt einfach, dass ich einen ultra schlechten Schlaf habe. Und wenn ich da dann noch irgendwie so eine Pumpe habe, wo ich dann die ganze Zeit auf den Schlauch aufpassen muss, dann habe ich halt noch weniger Schlaf. Und das dritte ist halt so Thema Sex oder so, wenn ich halt dann irgendwie mir denke, so, ja, wir gehen gerade so Richtung Bett und dann so, ja, warte mal ganz kurz und dann muss ich so 5 Minuten mein Zeug so abschnallen und ja und das und bla und Ding. Keine Ahnung, ob ich mir das alles falsch vorstelle, aber jetzt blendet mich ein bisschen die Sonne gerade. Aber das sind halt so meine Probleme und ich habe gesagt, aber so eine Pumpe mit, ohne, also mit, ohne. Eine Pumpe ohne Schlauch, die wäre halt für mich echt interessant. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Und ja, dann hat er zu mir gesagt, da wird mich dann die Diabetesberatung die nächsten Tage, Wochen anrufen, mit mir darüber quatschen und einen Termin mit mir ausmachen. Und so eine Pumpenberatung werden sie mir geben. So innerlich, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, ob mir das ein Ticken zu viel wahr ist, weil ich hatte halt gehofft, dass er mir relativ schnell irgendwie so eine. Ja gut, da habe ich vielleicht auch völlig falsch nachgedacht, aber dachte mal, der gibt mir so ein für 3, 4 Tage so ein Testobjekt, aber das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach möglich, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut, das war es eigentlich auch so bei meinem Diabetologen. Also es war echt auch viel, was ich mit ihm bequatschen musste. Und dann war ich am Abend des gleichen Tages noch online und zwar live auf Twitch und auf TikTok. Ich hatte euch das ja auf Insta seit 2 Wochen angekündigt. War überraschend gut. Also ich hatte ja gesagt, ich mache so, ich versuche so, oder es war jetzt ein Test und wenn der gut funktioniert, dann werde ich so alle 1 bis 2 Wochen mal abends von, keine Ahnung, 19:30 Uhr bis 22 Uhr oder auch schnell, früher, keine Ahnung, irgendwie sowas zwischen 1,5 bis 2,5 Stunden online gehen, mit euch über Diabetes quatschen. Ihr könnt mir da theoretisch auch so also mir persönliche Fragen stellen, das ist mir dann eigentlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, egal, soweit ich sie euch beantworten kann, beantworte ich euch die natürlich gerne. Aber es geht auch viel um Diabetes und ich habe mir dann, also es haben dann viele gesagt, ja, auf Twitch haben sie nicht, sie würden mir aber zum Beispiel gerne auf TikTok zuschauen. Da habe ich immer überlegt, ja, soll ich da streamen oder da? Und dann habe ich es einfach so gemacht, dass ich auf beiden gestreamt habe. Also ich habe dann meinen Twitch-Account direkt vor mir gehabt und links habe ich so das Handy hin und dann habe ich halt immer so die Fragen hin und her gelesen. Und ich hatte halt mega Angst, dass da nicht viele online kommen werden, aber es war für meine Verhältnisse überwältigend viel. Also ich glaube, auf Twitch waren es durchschnittlich 5 und auf TikTok waren es durchschnittlich so 20 Zuschauer. Da wurde es dann auch schon schwer, die ganzen Fragen zu beantworten und ich war 1,5 Stunden da. Und ich habe wirklich 1,5 Stunden ohne Punkt und Komma durchgeredet. Also ich glaube, es gab nicht mal eine Pause, weil die ganze Zeit irgendwelche Fragen und waren auch mega interessante Sachen dabei. Ich wurde auch viel so zu meiner Meinung zu Pumpen und so gefragt. Ich wurde zum Freestyle Libre gefragt. Also ultra cool. Und nachdem das so gut lief, habe ich mir gedacht, okay, ich denke, ich werde es machen. Habe nochmal eine Umfrage auf Insta gestellt und habe gesagt, ja, soll ich weiterhin auf Twitch und TikTok alle 1 bis 2 Wochen live gehen? Und ich habe einfach ein hundertprozentiges Ja. Also ich glaube, es waren 33 Stimmen und 33 Mal Ja. Also alleine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein einziger Nein sagt, ist ja schon echt gigantisch. Also Leute, ich werde jetzt ab, wie gesagt, jede Woche mindestens 1,5 bis 2,5 Stunden live gehen auf Twitch und auf TikTok. Ich schaue, dass ich das irgendwie unterbekomme. Die nächste Woche wird jetzt tatsächlich schon schwierig, weil ich am Donnerstag bin ich unterwegs, weil ich noch ein Interview habe und fahre danach direkt weiter zu meiner Freundin, die studiert ja auch ein bisschen außerhalb. Da bin ich dann auch noch so 3, 4 Stunden unterwegs. Das heißt, Mittwoch bin ich dann auch noch bei einem Kumpel, weil wir uns höchstwahrscheinlich das Deutschlandspiel anschauen. Wir sind noch so ein bisschen im Hin und Her, weil es ist so moralisch so schwierig. Heute beginnt ja die FIFA-WM. Ich will es mir halt irgendwie angucken, aber irgendwie halt auch nicht. Ich bin halt so ein Fußballfan und ich weiß eigentlich ehrlich gesagt, ich bin zu schwach, um deutsche Spiele nicht zu gucken. Da schäme ich mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht dafür. Das ist irgendwie, ich bin da ganz ehrlich. Und ich finde, so was mir halt so ein bisschen auch auf den Magen stößt, ist, dass so überhaupt die Zuschauer vor so eine moralische
Wahl gestellt werden. Also ich kann jetzt zum Beispiel auch nur doof sein. Wenn ich jetzt sage, ich schaue es mir nicht an, dann schreiben mir voll viele von euch, ach, schau es dir doch an, so eine Scheiße, also bitte, was, so ein Ding. Sage ich mir, ich schaue es an, dann kommen die anderen, ah, du kannst doch das nicht anschauen, boykottierst doch. Ich denke, ich habe früher jedes Spiel geguckt. Ich war einer, der hat bei WM und EM schaut er jedes Spiel. Wirklich alles. Ich schaue mir sogar, keine Ahnung, Buxtehude gegen TSV Neuhadern an. Ich, keine Ahnung, was mir gerade einfällt. Ich schaue mir wirklich die schlimmsten Spiele bei der WM an. Aber dieses Jahr, glaube ich, werde ich mich auf Deutschland beschränken. Ich glaube, das ist so mein Boykott, dass ich mir nur die Spiele anschaue. Und das fällt mir wahrscheinlich schon schwer genug. Auch so heute Abend spielt zwar nur Katar, Ecuador. Ecuador war es, glaube ich. Katar, Ecuador, ich glaube schon. Boah, es wird mir echt schwer fallen, das nicht anzuschauen, aber ich werde es mir wahrscheinlich nicht anschauen. Also lieber, nee, ich schaue es mir nicht an, da brauche ich kein wahrscheinlich sagen. Ja, jedenfalls, das ist halt schwierig. Das heißt, Mittwoch bin ich da auch bei einem Kumpel. Da kann ich es dann nicht und deswegen überlege ich gerade, ob ich es irgendwie am Dienstag eingeschoben bekomme. Das heißt, das wäre relativ spontan. Eventuell mache ich das. Ich verlinke dann wieder auf Insta meine ganzen Links und sowas. Das dürfte ja auf der Facebook-Story, glaube ich, auch kommen. Dann könnt ihr einfach mal reingucken. Falls es die Woche nicht klappt, also mein Ziel ist, dass ich es jeden Mittwoch mache. Also immer Mittwoch so zwischen 19 und 20 Uhr starte ich irgendwann, aber da sage ich euch dann rechtzeitig immer Bescheid. Und dann gehe ich eine Stunde live oder 2 Stunden. Okay, dann habe ich noch ein Thema. Ich habe die Woche meinen Test zum Freestyle Libre 3 Lesegerät rausgebracht. Und ich hatte ja schon gesagt, das ist etwas kontrovers, weil ich ein bisschen mal auch mit ein paar Dingen aufräumen wollte. Ich meine, es ist halt so, dass wir halt mittlerweile in einer Zeit sind, wo man sich überlegen muss, braucht es, also als Unternehmen überlegen muss, braucht man wirklich noch ein Lesegerät, weil man das Ganze auch übers Handy machen kann. Und für den Großteil der Leute ist es halt geschickter, das Ganze übers Handy zu machen. Das ist, da muss man halt einfach ehrlich sagen, da muss man mehr zum Großteil einfach tendieren. Und ich habe da ein bisschen darüber gesprochen in dem Video. Und was ich jetzt noch eigentlich nur sagen wollte, ich möchte mich jetzt nicht irgendwie rechtfertigen oder so, aber es ging darum, also ich glaube, manche haben das vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Ich habe keinen Hass gegen das Freestyle Libre 3 Lesegerät. Ich finde es das okay, dass es da ist und diejenigen, die es brauchen und nutzen wollen, die sollen es nutzen. Und ich habe auch gesagt, nutzt das Freestyle Libre 3 Lesegerät noch so gut es geht, weil ich persönlich denke, dass mit dem Freestyle Libre 4 wird es nicht nochmal ein Lesegerät geben. Also alleine aus Unternehmersicht, ich meine, wenn ich jetzt halt da irgendwie in der Firma Abbott wäre, dann würde ich mir das dreimal überlegen, ob ich da wirklich nochmal ein Lesegerät bringe. Und sie wollten ja eigentlich für einen Dreier schon keins bringen und haben eigentlich aus Nettigkeit, Kulanzgründen, was weiß ich was, haben sie gesagt, okay, bringen wir nochmal das Freestyle Libre 3 Lesegerät. Wir kopieren einfach das vom Freestyle Libre 2 Lesegerät und dann habt ihr da die gleichen Funktionen und habt zumindest das, was es machen soll. Und es tut auch seinen Zweck. Aber wie gesagt, ich habe da keinen Hass dagegen. Nutzt es und tut es nicht, aber ich bin halt ein absoluter Fan vom Handy und würde halt das Handy empfehlen, jetzt mal ganz kurz runtergebrochen. Und eine Sache muss ich noch sagen, das habe ich jetzt nach dem Testvideo ein bisschen erfahren. Ich glaube, ich habe ein Lesegerät erwischt, das nicht so einen guten Akku hatte. Also die meisten haben mir geschrieben, wie ich auf 2 Tage mit dem Akku komme. Und ich habe es wirklich eigentlich selten benutzt. Ich habe vielleicht 3, 4, maximal 5 Mal am Tag drauf geschaut. Und da haben mir viele geschrieben, dass es eigentlich bis zu 4 Tage hält, obwohl sie 30 bis 40 Mal am Tag testen. Also da möchte ich auch noch mal vielleicht einen Schritt zurück machen, weil vielleicht habe ich da auch einfach nur ein kein so gutes Gerät erwischt. Kann auch sein. Also da, das weiß ich leider nicht. Bei mir hat es auf jeden Fall halt nur 2 Tage gehalten. Vielleicht mal einmal was, glaube ich, 2,5 Tage, wenn es hochkommt. Dann musste ich es aber direkt wieder anschließen. Also so um den Dreh. Also das wollte ich jetzt noch mal kurz dazu sagen, dass man da vielleicht ein bisschen vorsichtig ist. Ich glaube, ich habe es auch in den YouTube-Kommentaren geschrieben. Aber ja, das glaube ich war auch schon meine Woche. Ich glaube, viel mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe mir das neue Pokémon gekauft. Das habe ich noch nicht mal ausgepackt. Das werde ich heute mal anfangen. Ich habe noch meinen God of War zu zocken. Ich will noch ein paar TikTok-Videos machen. Also ich habe noch viel zu tun. Und nächste Woche starte ich dann wieder wunderbar in die Woche. Schau mir am Mittwoch Fußball Deutschland an, Fußball-WM-Spiel Deutschland.
Bin am Donnerstag dann erstmal übers Wochenende nicht da und komme dann am Sonntag wieder. Und da ich das gerade nochmal wiederholt habe, Leute, da ich leider kein MacBook oder sonstiges habe, kann ich auch bei meiner Freundin keinen Vlog posten. Aufnehmen schon, aber posten kann ich ihn leider nicht. Das heißt, ich werde ihn höchstwahrscheinlich Sonntag aufnehmen, aber erst am Montag bearbeiten können, also am Montag in der Woche, morgen in einer Woche und ihn dann auch am Montag erst posten. Das heißt, ihr bekommt nächste Woche meinen Vlog einen Tag später. Gucken wir mal, was da so alles passiert. Wird bestimmt auch eine interessante Woche. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wir sehen uns dann eventuell am Dienstag live, ansonsten zu meinen nächsten Videos. Und bis dahin, tschüss!